Der Freiberger Dom zählt zu den europäischen Kulturdenkmälern, ist Gotteshaus, Konzertraum und ein herausragendes Kunstwerk. Aus diesem Grund ist das Bauwerk von hohem Interesse bei den Besuchern der Stadt. Führungen werden täglich angeboten. Die Goldene Pforte stammt aus dem Jahre 1230, der frühen Bauphase. Der Rundbogen aus Sandstein gilt als erstes deutsches Statuenportal. Ursprünglich wiesen die Skulpturen und kunstvoll verzierten Säulen eine reiche farbige Fassung auf. Neben der großen dreimanualigen Silbermann-Orgel ist die Tulpenkanzel eines der bekanntesten Kunstwerke des Doms. Man nennt sie eine großartige, eigenwillige Schöpfung spätgotischer Kunst. Die Kanzel wird weder von einer Wand noch durch Pfeiler gestützt. Und so scheint es, als würde dieses Meisterwerk aus Tuffstein wie ein Blütenkelch aus dem Boden wachsen. Die Triumphkreuzigungsgruppe über dem Lettner stammt aus der früheren Bauphase der Kirche St. Marien, während das Hohe Chor 1594 als Begräbniskapelle für die protestantischen Wettiner umgestaltet wurde. Erleben Sie mit uns gemeinsam den Klang der Silbermann-Orgel und die Freiberger Domgemeinde im Rahmen des Gottesdienstes zum Reformationstag des Jahres 2009.